Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The fireworks starts in 10, 9, 8, 7. Action! Die Antifa läuft auf. Ja, wirklich, die ist hier um das Ganze rum. Ich habe da einiges aufgenommen. Hubschrauber hört ihr auch. Ja, hier ist richtig was los. Ich kann es mal eben so zeigen. Ich habe bei Facebook gezeigt. Es war richtig was los, also wie gesagt, ich zeige euch ein bisschen mehr an jetzt gleich. Ja, hier ist alles abgesperrt, Hundertschaft. Also ich kann euch gleich einen Videoclip machen, wo ihr nur die Polizei seht, wie die aufbaut. Und jetzt kommt's, und deswegen mache ich das Video, jetzt kommt's. Die Polizei selber hat hier Musik gemacht, aus dem Wagen raus, so anti depressiver, hört ihr euch gleich mal an, wenn ihr Lust habt, einfach vorspulen. Also hochgradig interessant. Also hochgradig interessant, wenn man sieht, wenn so die Antifa aufläuft, dann die Gegner von der Antifa aufläuft. Hin und wieder hat die Polizei mal Blaulicht angemacht, um ein bisschen Ruhe reinzubringen. Die Polizei ist natürlich nebenbei hergelaufen, hat natürlich ihre Anzüge an. Also heute habe ich mal aufgenommen hier Backstage, wie die Polizei sich vorbereitet hat, wie sie sich umgezogen hat, und sie selber hat Musik gemacht. Richtig schöne Musik, ihr wisst, was ich meine. Ne? So. Also ist schon manchmal ist es kurios. Also ich nehme ja immer gern den Rand auf, nicht das, was ist, das macht ihr ja. So, also es war eine Menge, also wie gesagt, ja, wir haben also direkt bei uns vom Shop gehabt, da ist gerade die Straße. Ich meine, das hört sich hart an, ist auch so. Es ist schon krass. Es ist schon krass. Da kann man auch sehen, die Polizei geht ganz lange vorbei. Also bei uns ist das der Berliner Platz, die Berliner Straße, und komischerweise ist da immer was los. Okay, reicht. Ja, wie gesagt, im Moment war Stimmung, hier ist alles abgesperrt, zeige ich euch anschließend, könnt ihr euch das ansehen. Also, es ging mal wieder zur Sache, okay, heute war der 1. Mai und der 1. Mai bedeutet ja immer, aber nicht mehr so wie früher. So, eins stelle ich fest. Ich meine, hier wird eine Eskalation hochgefahren, die gar nicht so ist. Ja, viele machen reißerische Sachen wie, ihr wisst schon, ich nenne jetzt keinen, ja doch, Reitschuster. Reitschuster reitet drauf rum, dass er 234.000 hat und die WAZ nur 1.400. Die WAZ ist auch eine Zeitung und macht ja auch so reißerische Sachen, nicht wie Herr Reitschuster. Ja, und die anderen auch. So, und die AfD etc. hat ja auch 650.000 und so weiter und so fort. Ladies and Gentlemen, die Damen und Herren, bezahlen. Sie zahlen bei Facebook. Sie zahlen bei YouTube. Ja,
Sie zahlen horrendes Geld, damit sie da machen dürfen, was sie wollen. Das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. So, Antifa weiß ich jetzt nicht, ob die auch zahlen, weil wenn die, also die können da rumlaufen, können Lärm machen. Ich zeige euch mal eben hier ein paar Sachen, die ich hier noch auf der Pfanne habe. Muss mal eben gucken hier. Also hier war die Absperrung, mal eben gucken, ob ich es euch zeigen kann. So, mal eben ablaufen lassen da. Ja. So. So fing alles an, da wurde aufgebaut, ja, abgesperrt und nachher haben die Fettmusik. Also wie gesagt, die mussten dauernd wieder aufmachen, weil der Bus vorbei, da kam die Staffel, ja, die Fahrstaffel. Könnt ihr alles nachher bei YouTube sehen, zeige ich euch. Wie gesagt, eins möchte ich mal laut und deutlich sagen, nehmt nicht alles hin, was ihr seht, okay? Also ich habe wirklich tatsächlich Lust, mal die Wahrheit zu zeigen, wie es wirklich tatsächlich ist. Ich meine, reißerische Fotos, reißerische Bilder, reißerische Situation haut immer rein. So, ich habe durch Zufall jetzt den Hubschrauber erwischt. Ich habe die Antifa am Schreien erwischt. Ja, ich habe aber Backstage, ja, wie die sich vorbereitet haben, wie die gegessen haben, müssen ja auch essen, also die Polizei. Also schon hochgradig interessant. Ja, ich meine, einer hatte sich verlaufen, der saß die ganze Zeit hier, der hat wirklich gemeint, dass das hier vorne, also hier vorne stattfindet, aber da war nichts. Das war hinter dem Haus. Aber egal. Jedenfalls war das so, da kam auch, seht ihr, könnt ihr auch sehen, viele Autos mit Musik und so weiter und so fort. Ich meine, wenn das alles eine Riesenparty ist, Corona ist eine Party, Antifa ist eine Party, alles ist Party, alles ist Party, dann frage ich mich, was geht ab? Was geht wirklich ab? Was will man von uns? Ja, was will man von uns? Das ist schon mal eine Frage, die man stellen soll. Na, okay. Also wie gesagt, heute war richtig was los am 1. Mai 2021 und ich hoffe, bei euch war nicht so viel los wie hier, aber naja, so war das nun mal. Ne? Viel Spaß! Liebe Kameradinnen und Kameraden, ich hoffe, ihr versteht uns alle gut. Wir bleiben in der Formation stehen, damit wir gleich keinen Zeitverlust haben, indem die Versammlungsteilnehmer sich wieder in Reihen zusammenfinden müssen. Und deswegen fangen wir jetzt in dieser Art und Weise mit unserem ersten Redebeitrag an. Und dazu darf ich die stellvertretende Parteivorsitzende der SPD, den Kameraden Thorsten Reife, nach vorne zum Laufträgerwagen bitten. Und wie mir mein Stellvertreter von gerade von hinten signalisiert, versucht euch mal ein wenig im Halbkreis, aber trotzdem noch unter Einhaltung der Großformation aufzustellen. Ja.
und begrüßt als ersten Gegner Thorsten Heise. Meine lieben Kameraden und Kameraden, ich freue mich, hier heute am 1. Mai am Park der Deutschen Anwohner in Essen, im Tiefen Ruhrgebiet, sprechen zu dürfen. Wir haben es, komme ich aus Thüringen. Thüringen, ein ganz ruhiges Land, wo wir eine rot-rot-grüne Regierung haben. Wir vom Leder schon abgestört worden sind. Das heißt, sie sind abgelehnt worden. Sie gehen aber nicht. Sie kleben auf ihre Pappetronen. Herr Ramelow möchte einfach nicht runter von seinem Thron. Und jetzt im September haben wir vielleicht das Glück, dass diese Katastrophe für unser Land endlich beendet sein wird. Aber bei Rot-Rot-Grün fühlt sich natürlich vor allem die Antifa-Wohl. Und diese zeichnet sich zurzeit aus mit einer übertriebenen Sachsen-Pumpe-Terrorwelle, bei der Kameradinnen und Kameraden von uns angegriffen werden. Als Auftakt haben diese entmenschten Mörderbestien einen Kameraden in der Nähe von Leipzig überfallen. Das heißt, verkleidet als Polizeibeamte, kommt morgens kurz nach fünf Verwundete, stürzt in die Wohnung, fesselt noch seinen Kameraden Paul Herzschild am Boden und bearbeitet ihn dann seine Knöche und seine Schienbeine und Knie mit Zimmermann. Und damit nicht genug. Danach nahm sie einen Nothammer und schlug unseren Kameraden Paul zweimal auf den Kopf. Und wenn das nicht versuchter Mord ist, geplant und durchorganisiert, ja, was ist es denn dann wohl? Danach folgten Gehörtanschläge, brennende Autos, brennende Immobilien, brennende Gaststätten, brennende Sportstudios, Fahrradschläge, Futtersäureanschläge, circa 3 Wochen lang jeden Tag Anschläge. Aus dem Umfeld von Claudia Roth hört man, dass die Schadenfreude darüber sehr groß sei. Und wenn wir auf SPD, Grüne und die Linkspartei schauen, dann hätten wir nicht etwa eine Distanzierung von diesen Menschen, wenn man sie denn überhaupt Menschen nennen darf. Nein, wir unterhalten der Freude und Solidarisierung. Eine der Täterinnen, die eine der Verwandten der Antifa führt, ist die Lina Engel, die zurzeit in Karlsruhe in Untersuchungshaft sitzt. Als sie noch auf freiem Fuß war, besuchte sie mit einer Abgeordneten der Linkspartei ihren Verlobten, der aus Dortmund stammt und dort bei der Antifa aktiv war. Aber man sah bei diesem Verlobten ein krimineller Antifaschist, der vor Mord und Totschlag nicht zurückschreckte, keinerlei Kuchenpotenzial und als Staatsanwalt und ein Richter dachte, die lassen sie mal auf freien Fuß. Er bedankte sich damit, dass er in den Untergrund abtauchte und für die Polizei und die Ermittlungsbehörden seitdem nicht mehr zu greifen war. Und jetzt können wir uns natürlich fragen nach der Verhaftung von Fräulein Engel, wer denn wohl die Köpfe dieser Antifa-Terrorgruppe, die wohl im Zentrum in Leipzig-Konnewitz sein könnte. Ja, möglicherweise vielleicht der im Untergrund abgetauchte Verlobte. Die Polizei zieht diese Schlüsse offensichtlich nicht. Denn weder finden irgendwelche Verhaftungen statt, noch bekommen die Opfer dieser Terrorwelle irgendwelche Ansprachen, Gefährderansprachen durch die Landeskriminalämter, noch werden die Objekte immer bestreift von der Polizei. Und genau aus diesem Grund können
sich das NPD-Präsidium auf einer Sondersitzung dazu entschlossen, dass die NPD bundesweite Maßnahmen bündeln werde, um mehr Sicherheit für die Kameraden vor Ort zu haben. Und jetzt müsste man doch denken, ja, das ist doch eine ganz tolle Sache. Da kümmert sich die NPD darum, dass der Widerstand gegen diesen Pakt, gegen diese Mörderbanden gebündelt wird. Dass die Kameraden wissen, welche Telefonnummer sie zuerst zu wählen haben. Nämlich 110, die Polizei und angerufen. Und danach sind die Überfälle zu wählen und zentral zu sammeln. Und natürlich müssen wir uns zusammentun und Anwaltsadressen zur Verfügung stellen, damit wir als Medienkrieger auftreten können gegen diesen Terroristen. Und jetzt sollte man meinen, das klingt doch alles ganz vernünftig. Aber nein, ein Richter in Eisenach, dem war meine Äußerung auf YouTube Anlass genug, dass er meinen Kameraden, den Lehrer aus Eisenach, eine Hausdurchsuchung angestellt hat, mit der Begründung, wir würden jetzt zur Selbstjustiz übergehen. Ja, ich glaube, ich störe den Wald. Da weiß man endlich, warum man rot-rot-grün regiert wird und wohin die Connection der Linksradikalsten, der Antifa in die Politik reichen. Sie reichen in die Linkspartei. Sie werden durch Schweigen unterstützt. Und die Polizei bei uns in Thüringen scheint auch schon auf Linie zu sein. Nämlich, dass wir immer die Täter sind. Es steht uns nicht mehr frei, Opfer zu sein. Nein, wir sind immer Täter und wir dürfen uns nicht wehren. Aber wir werden die Gewalt, dass wir uns friedlich und ohne Gewalt gegen diesen linken Mob aufheben können und uns dagegen wehren werden. Und ich möchte einmal auf unseren Kameraden in Eisenach kommen, der gestern Abend zu Hause bei seiner Mutter und bei seiner Verlobten vom alten SEK überfallen wurde. Leon ist der Wirt des Bullseis einer nationalen Kneipe in Eisenach. Und er ist das erste Mal von einem Kommando, mutmaßlich von Wiener Innenkommando überfallen worden mit 20 Verwundeten, die in seine Kneipe stürzten und die dort noch übrig waren, der Fächer zusammenschlug, verbund und mit Knüppel. Erster Anschlag auf Leon. Zwei Wochen später taucht dieselbe Bombe wieder auf, wieder in der Führung von Wiener Engel und lauert ihm auf dem Nachhauseweg seiner Kneipe auf und bearbeitet ihn mit Zimmermannshämmern und mit Nothämmern. Für mich ist das versuchter Mord. Und wenn ich zufällig Kameraden, die gerade abgesetzt haben, gesagt haben, lass uns doch mal nach dem Rechten gucken, ob unser Kamerad Leon gut zu Hause angekommen ist, dann wäre er wahrscheinlich der erste Tote und der Führer der Bewegung gewesen. Und damit nicht genug. Jetzt kommt dieses Pack, diese Mörderbande, wieder und sie sprengen ein Sprengsatz in seiner Kneipe. Drei Anschläge also. Ich glaube, jeder von uns wäre da etwas nervös, berechtigterweise. Was übrigens auch nicht dafür sorgt, dass die Polizei seine Objekte etwas genauer anschaut, um ihn zu schützen. Nein, sondern unser Kamerad Leon von dem Nachrichtendienst nicht mitten in der Nacht, weil die Polizei nicht besser ist, zu tun an den Thüringen, weil sie Angst hat, um die Linkspartei Abgeordneten Renner, König und andere, die nämlich Hand in Hand mit diesen Entmenschtenhorden zusammenarbeiten. Und deswegen machen sie bei ihm als Opfer die Hausdurchsuchung. Denn da fasst man sich wirklich an den Kopf. Und dann muss man sich doch mal die Frage stellen, wo kommt das alles her? Wir haben eine durch und durch linke Presse in Deutschland. Die Presselandschaft ist komplett übernommen worden von Antifa und Linkspartei. Das heißt, sie machen die Meinung, wenn sie nicht genug Nazis in der Realität haben, dann machen sie sich einfach Nazis.
Der Nachbar hier, ein Nazi! Der Polizeiwagen von dem an, ein Nazi! Ein AfD- und unabhängig Abgeordneter, ein Nazi! Da wurde nicht mal einer sagen, ich bin jetzt völlig verhehlt, dass ich schon ein nationaler Mensch bin, der sozial geprägt ist. Schimpft mich doch Nazi. Aber nicht jeder Mensch, der hier gegen Pandemie-Maßnahmen oder gegen Ungerechtigkeit aufbegehrt, ist ein Nazi. Wer bestimmt eigentlich heutzutage, wer ein Nazi ist? Vielleicht bist du für mich ein Nazi. Ja, du nicht. Ja, natürlich. Ein linker Nazi wird er sein. Wir werden ja ein bisschen gießen und dann sprießt er bestimmt noch ein wenig. Denn das muss er doch. Oder vielleicht in den Zaubertrank sollen, damit er dann auf seine Tätigkeit, die er gerne möchte, dann auch verrichten kann, ohne sich immer ein Häufchen hineinzumachen in seine Unterwüchse, wenn er einem von uns begegnet. Wer ist also ein Nazi? Die Presse bestimmt, wer hier Nazi ist. Und sonst niemand. Keiner hat mir irgendwie gefragt, ob er sich gerne als Faschist schimpfen lassen darf. Ein Gericht in Thüringen sagt, selbstverständlich darf ein Björn Höcke, ein konservativer AfD-Abgeordneter, als Faschist bezeichnet werden. Also geht's noch. Früher wäre das undenkbar gewesen, diese Republik ist nach links gerutscht. Und da muss ich Widerstandskämpfer nicht einschüchtern lassen. Da kommt die fünfte Kolonne von Frau Merkel. Und das bist du, mein Freund. Du bist die fünfte Kolonne von Angela. Und du sorgst dafür, dass Opposition nicht mehr traut, Fragen zu stellen. Du sorgst dafür, dass Menschen Angst haben, ihre Meinung zu sagen. Du sorgst dafür, dass Polizeibeamte nicht mehr sich trauen, in Uniform zu ihrer Polizeidienststelle zu gehen, weil sie Angst haben, überfallen zu werden. Du sorgst dafür, dass Angsträume entstehen. Genau das, sagt das immer ihr, ihr hört genau das verhindern. Irgendwann sagte mal ein Klüger, ich glaube er war Jude, er sagte, der nächste Faschismus, der auf uns zukommt, wird behaupten, er sei der Antifaschismus. Verdammt doch mal, das Kärtchen hatte recht. Das Kärtchen hatte recht. Die Hände in den Tod
Thank you.
es denn so wäre, haben sie mir erklärt, ja, sie müssen ja berechnen, Corona und Abstandsregeln und die Abstandsregeln, die würden ja nicht nur für sie gelten, die Abstandsregeln gelten auch für die eingesetzten Polizeibeamten, plus natürlich auch die Gegendemonstranten. Und es ist ja auch gut möglich, dass irgendwelche Bürger am 1. Mai einfach durch die Stadt spazieren wollen und nicht ihre Nachbarschaft anzurufen. Wenn in einer Ehe nur eine breite Straße in der Bundesrepublik Deutschland groß gemacht sei, um in dieser Zeit eine Demonstration durchzuführen, beziehungsweise das Recht auf Meinungsfreiheit durchzusetzen. Daraufhin erhielten wir, wie gesagt, eine Verbotsverfügung durch die Stadt Essen ausgestellt. Die macht sich so spannend, dass wir daraufhin natürlich sofort vor das örtliche Verwaltungsgericht aufgenommen sind und wir dann auch den Gespräch mit unserer Rechtsanwältin oder auch den Zeitungsbericht entnehmen konnte, gab es wohl das ein oder andere Gespräch zwischen Verwaltungsrichter und der Stadt Essen, wo wir mitgeteilt wurden, dass diese Verwaltungsverfügung gebracht wurde, dass man auf jeden Fall das Verfahren verlieren würde. Interessant in diesem Zusammenhang war ein Gespräch zwischen Vertretern dieser Stadt und unserer Rechtsanwältin, in der unserer Rechtsanwältin unter anderem mitgeteilt wurde, dass man nicht in der Essener Innenstadt demonstrieren könnte, weil dort der Inzidenzwert zu hoch wäre. Und warum ist dieser Inzidenzwert in der Essener Innenstadt so hoch? Das liegt an dem ganzen Ramadan, die ja auch zurzeit Ramadan feiern. Und es wäre ja gar nicht das Problem, dass draußen auf der Straße so viele Menschen kommen, sondern dass diese Ramadan abends ja die Fasten brechen und dann durch die ganzen Wohnungen marschieren und sich in großen Mengen treffen und dadurch führen diese Viren dann auch verbreitet werden. Dadurch wird der Inzidenzwert in der Essener Innenstadt so hoch. Und darum konnte in der Stadt Essen keiner demonstrieren. Hier sehe ich, hier haben wir uns nicht einschüchtern lassen, wir sind für das Gericht gezogen. Und im Gegensatz zum TGB, der sich auf einen Gästepartner in der Art 52 verwaltet lieben, stehen wir hier in den Westen, wir demonstrieren uns hier in den Westen und wir werden auch in Zukunft dort demonstrieren und wir es für richtig halten. Und uns für ein besseres Deutschland auf die Straße begehen, Kameradinnen und Kameraden. Doch genug von diesem hier sind, es gibt noch genug andere Möglichkeiten, die wir zu berichten gehen. Wir stehen heute nicht nur zu den üblichen 1. Mai-Themen auf der Straße, sondern müssen auch das Thema Freiheitsrechte explizit auf die Karte setzen. Wir, das Nationalsozialisten, wissen, dass es Freiheit für alle schon seit vielen Jahrzehnten in dieser guten Staat nicht mehr gab. Auch was in den letzten 1,5 Jahren hier abspielte, ist etwas, was auch wir uns früher, also im Jahre 2019, nicht dran träumen lassen. Nur das Mal geht es doch hier so aus, dass ich vor kurzem selbst alleine im Auto sitzende Menschen gesehen habe, die eine Maske tragen. Zurzeit geht es in dieser Republik so aus, dass ich zwar mit 200 anderen Kunden zusammen durch die Rewe oder durch die Rossmann gehen und einkaufen kann, aber in das Schuhgeschäft neben Rossmann oder in den Mobiladen neben Rewe, da darf ich nicht hinein, weil mich dort das Virus erwischt. Gleichzeitig haben wir seit Neuestem auch hier in Nordrhein-Westfalen und gerade auch im Grundgebiet eine Ausgangssperre von 22 bis 7 Uhr morgens. Natürlich mit der sofortigen Einschränkung, dass zwischen 22 und 24 Uhr zwar nicht mehr draußen spazieren kann werden darf, aber eben joggen oder Fahrradfahren. Ab 24 Uhr macht euch bestimmt nur zu Hause aufzuhalten, außer ihr seid Taxifahrer und müsst ihr arbeiten. Ihr dürft aber keinen als Taxifahrer
Wir sind ja keine Virus-Leugner. Das, was uns gerne mal verabschiedet. Natürlich wird da irgendwo irgendetwas sein, was die Leute abmacht und oder was die Regierung überrascht hat. Wir sind aber Maßnahmen, die sich voranziehen, für völlig verzogen und für wahnsinnig halt. Und wir sind ganz feste Meinung, sie wollen nicht das Virus kontrollieren, sie wollen uns kontrollieren. Wir haben relativ viel heute über Terror in Thüringen gehört. Ich sage euch nur noch eines.
Wir sind niemals Opfer. Und wenn ihr glaubt, uns zu Opfer machen zu können, dann gnade euch Gott. Das ist das Einzige, was ich zu eurer Terrorgeschichte sagen werde. Gnade euch Gott. Aber jetzt, wir wollen ja gesagt, Thank you.
Thank you.